Sommerurlaub von Epic ist vorbei und deswegen kriegen wir unser allerletztes Sommer-Content-Update. Eine kleine Geschichte, aber diesmal ist es doch tatsächlich besser. Gratis-Items, Map-Updates und vielleicht auch noch ein neues Item. Ich rate euch runter und in diesem Sinne, guten Tag. Wir kicken mal direkt rein, ne? Es gibt wieder ein paar schöne Sachen. Wie gesagt, Epic ist jetzt aus dem Sommerurlaub zurück. Die fangen jetzt auch an mit der ganzen Arbeit, ne? Und wir rollen das Ganze auf. Aber für ein großes Update müssen wir halt noch eine Woche warten. Das ist ja nächste Woche. Kommen wir gleich noch zu, warum euch das nächste Woche noch besonders gefallen wird. Wir fangen direkt mit dem kleinen Mini-Map-Update an. Und zwar hier bei Daily Bugle. Das Bäumchen ist da. Es wächst heran. Und somit ist die erste Phase von Daily Blungel. Ja, das wird Daily Blungel heißen, ne? Weil es aufblüht. Und der Map-Änderung, die dann halt nächste Woche reinkommt. Dieses Bäumchen wird jetzt erstmal eine Woche stehen und nächste Woche sollte dann das große Update rauskommen und mit dem großen Update, hallo Lama, sollte sich dann auch Daily Bugle natürlich entsprechend ändern. Und da ist ja aktuell sehr viel Hoffnung bei, dass ja hier aus diesem Ort, anders als vielleicht jetzt hier bei Lockjam Lotus oder Sleepy Sound, wo halt einfach immer diese vier Standardorte sich rotieren, dass wir hier natürlich was Größeres bekommen. Die Hoffnung liegt auf eine Dragon Ball Arena oder vielleicht auch ein Star Wars Ort, aber ist nur Hoffnung. Es sind nur Gerüchte. Aktuell haben wir nichts in den Spielerteilen, was mit diesem Ort zusammenhängt oder sowas, was hier reinkommen könnte. So ähnlich wie dieser Tempel hier mit Indiana Jones. Deswegen kann sein, dass es hier auch einfach nur ein stinknormaler Ort wird, der durchrotiert oder was Besonderes reinkommt. Wenn was reinkommt, ist es nächste Woche soweit. Hier ist einmal der Streamplan. Einmal vormerken. Ja, wir kriegen diese Woche tatsächlich Gratis-Items für FNCS, den Ladebildschirm, wenn wir uns gratis freischalten können. Aber auch natürlich wird es das Finale dieses Wochenende geben. Also ne, richtig, richtig nice Programm. Auch mit Rumble und Cult of the Lamb kommen auch zwei coole Spiele diese Woche raus. Und nächste Woche Dienstag, das ist der 16.8., kriegen wir dann das nächste große Update nach der Sommerpause und das wird das Dragon Ball Update sein. Na, dort kommen dann die Dragon Ball Dateien rein, es werden die Dragon Ball Skins in den Spielerteilen sein und auch nächste Woche ist dann Dragon Ball soweit und wird dann auch, sag ich mal, entsprechend rauskommen mit dem ganzen Event, Skins, Gratis-Items, die Dragon Ball beinhalten werdet, wird und so weiter. Ihr kennt die Geschichte, ähnlich wie bei Naruto werden wir da einige Sachen freischalten können, deswegen seid bereit für nächste Woche. Und wenn ihr euch natürlich für Dragon Ball jetzt schon vorbereiten wollt, dann solltet ihr es machen, Leute. Ihr wart bestimmt jetzt im Urlaub, habt lange kein Fortnite gespielt. Es würde mich freuen, wenn ihr direkt jetzt in-game mal einmal Creator Code eintragen würdet. Ne, vielleicht schaffen wir 1000 Einträge heute noch. Dann seid ihr bestens vorbereitet, wenn Dragon Ball nächste Woche irgendwann released. Ich denke mal so Richtung Wochenende. Und da solltet ihr auf jeden Fall auch nochmal vormerken, dort wird es nochmal ein Event geben. Wozu ich euch noch leider nichts erzählen kann. Aber so ein paar Sachen habt ihr vielleicht schon aus anderen Videos rausgehört. Deswegen wisst ihr Bescheid. So, aber Dragon Ball und das ganze Update ist natürlich nicht das einzig Schöne in diesem Content-Update. Wir haben wieder ein neues Event mit Rocket League. Das neueste Llama Rama hieß es, glaube ich, ne? Es gibt wieder ein paar Gratis-Items in Fortnite freizuschalten. Und zwar diese Liste hier, die ich jetzt einblende und der Stream nicht sieht. Dort wird es wieder Gratis-Gleiter geben, Sprays, Waffenlackierung, bla bla bla. Das übliche Zeug. Und dazu müsst ihr eine Creative Map spielen und dort einfach Team Deathmatch spielen. Kein Battle Royale. Ihr werdet also einfach nur ein paar Kills machen müssen, Damage und so weiter. Und schon schaltet ihr Gratis-Rocket League-Items frei und dann könnt ihr auch auf dieser Map tatsächlich das Rocket League Champion Series schauen. Ja, RLCS, nicht FNCS. FNCS ist dieses Wochenende, ne, am 13.8. findet das Finale statt mit dem besten Spieler. So, und wie gesagt, dieses Wochenende gibt es ja das FNCS, das Finale mit den ganzen Spielern. Und natürlich wird es dort den letzten Drop geben, und zwar den Ladebildschirm. Dort wird es das Ganze nochmal geben. Vielleicht auch noch eine kleine Überraschung, ich weiß es nicht. Aber sollte auf jeden Fall dann dort mal freischaltbar sein, wie immer, auf twitch.tv/heystan. Könnt ihr euch das ganze Turnier angucken. Und apropos Twitch, merkt euch vor, Anfang Dezember, 1.12. großer Sabaton-Stream. 4 Tage mindestens Stream, vielleicht auch die ganze Woche werden wir durchstreamen und geiles Programm haben. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal vormerken. Und dann werden wir auf jeden Fall cooles Ding haben. Malt es euch rot im Kalender ein. Es wird ein starkes Programm sein. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und es wird euch auf jeden Fall gefallen, Leute, mit Highlights, Events und Custom Games und Live-Event und neue Seasons und so weiter. Das wird schön. Das Rocket League CS ist ein anderes Ding und wird man auch auf der Map schauen können. Deswegen promoten die das Ganze. Und ist, denke ich mal, eine ganz nice Kiste, um wieder ein paar Gratis-Items zu kommen. Deswegen merkt es euch vor, wenn dieses Video rauskommt, ist dieses ganze Event schon gestartet. Deswegen geht rein in Fortnite, holt euch diese Gratis-Items und dann können wir da ein bisschen was absahnen. Aber abgesehen von den natürlich Spind-Items, sollten wir auch natürlich in-game jetzt was Neues bekommen haben. Update, Content-Update, schallert rein. Erste Änderung, der No Sweat Summer, das Sommer-Event ist vorbei. Lobby-Hintergrund ist wieder back. Leute, wenn ihr immer noch einen blauen Hintergrund habt, interessiert das keinen. Ne, dann habt ihr halt einen blauen Hintergrund statt jetzt diesen Hintergrund. Juckt keine Sau, ne? Das ist die erste Sache. Aber natürlich haben sich auch in-game so einige Sachen geändert, was Balancing angeht und so weiter. Und die gucken wir auch mal an.
an. So, Tilted Towers geht in das Ende rein. Ne? Das Voting ist zu Ende. Für das dritte Gebäude ist abgeschlossen. Das dritte Gebäude hat gewonnen. Also Option C. Leider wegen einem kleinen Fehler von Epic Games, weil Gebäude C immer die Standardauswahl war, haben die Leute für Gebäude C abgestimmt. Und somit die Kräne, die Baustelle, Block 2.0 ist abgeschlossen. Und wie gesagt, das Sommer-Event auch. Und somit auch hier sollte der Park so langsam weg sein. Aber auch diverse Items. Unter anderem die Flare Gun ist jetzt gewolltet. Natürlich, die Partykanone war ja wegen Sommer drinne, ist jetzt raus. Aber auch natürlich die Eisbecher, beziehungsweise die Eiswaffeln mit Little Whip. Little Whip war ein bisschen zu drippig, ne? Der hatte zu viel Drip und hat ein bisschen zu viel gedrippt und ist jetzt auch aus der Karte raus. Sein Eiswagen, er als NPC, ist auch raus und somit abgeschlossen. Ja, da hat sich so einiges geändert. Aber, so schön er auch ist, beziehungsweise, dass das weg ist, kommt natürlich auch noch neue Sachen rein. Und das ist unter anderem natürlich das heutige Update, aber auch in der Zukunft kommen noch ein paar Sachen rein. So, und zwar dieses gute Item. Chapter 1 Spieler mögen es kennen. Der Schrottriss. Bin mal gespannt, wie das in Zero-Build ist, aber wir haben jetzt dieses wunderschöne Item, das auf jeden Fall eine Menge kaputt machen kann. Natürlich nicht in Arena drin, ne? Aber das Coole an dem Ding ist ja einfach mal zur Demo hier. Einmal los geht's! Ah. Butterweich. Geht immer noch butterweich durch und das Auto explodiert auch instant dabei. Ne, Schrottriss ist wieder aktiv, ist wieder reingekommen. Und viele warten ja auch natürlich noch auf das UFO. Das UFO ist Teil tatsächlich der wilden Woche und sollten dann irgendwie 3 bis 4 Wochen vor Season-Ende, also vor dem 17. September, also im Prinzip in den nächsten 2 Wochen oder so, sollten dann langsam die wilden Wochen starten und dort sollten auch unter anderem Schildblase, das UFO und die neuen Impulsgranaten auch reinkommen. Also da kommt noch auf jeden Fall noch so einiges an Items rein. Ich kann aber mit dem Schrottriss noch ein bisschen was testen. Abseits von dem Test, schön, dass das Sommer-Event jetzt vorbei ist, aber das ist der Auftakt fürs Halloween-Event. Fortnite Halloween startet jetzt schon mal die ganzen Sachen, das wird ja in Season 4 passieren, aber die wollen jetzt schon die Creative Maps haben und haben jetzt quasi schon mal so ein Mini-Teaser dafür rausgebracht. Ich würde es nicht mal Teaser nennen, weil im Prinzip sehen wir nur alte Skins, die quasi im eher sommerlichen Outfit da rumstehen, wie den alten Driftboy und so weiter, den Halloween-Skin. Nichts super krasses, aber dass ihr einfach wisst, dass Halloween auf dem Weg ist, ne? Und so weiter. Und jetzt versuchen wir mal ein paar Sachen, unter anderem Junk Rift mal auf den Zero Point. Mal gucken, ob er bis durch das Wasser hindurch geht. So. Juhu! Ja! Ich habe den Zero Point zerstört, Leute! Okay, der Dino hat gebonkt wie sonst was. Also wenn das keinen Riss in der Hülle vom Zero Point gibt, Leute. Also wenn Fortnite demnächst crasht, ich war schuld. Hab Fortnite zerstört. Wird irgendein YouTuber als Video rausbringen. Ich habe Fortnite zerstört und wurde gebannt dafür. Und das passierte. Und dann hat einfach nur die Runde gelieft. Das nimmt man Bann. Egal, wir gehen rüber zu den nächsten Tests. Alright, wir haben nochmal 4er-Stack. Uiuiui. Tja, dann probieren wir mal direkt den Junk Rift mal aufs Spinnennetz, ne? Yo. Das hat gut funktioniert, aber... Okay, ich muss das unten drunter machen. Ich muss das unten drunter machen. Mal gucken, was passiert, wenn es unter dem Spinnennetz... Also auf dem Spinnennetz, habt ihr gesehen? Unter dem Spinnennetz? Ja, juckt Spider-Man so gar nicht. Juckt Spider-Man so gar nicht, Leute. Es war komplett egal, ob da ein Spinnennetz ist oder nicht. Haben wir ausprobiert. Okay, nächste Geschichte. Wir machen mal den Junk Rift in der Rave Cave. Wie hoch wird das Ding spawnen? Über dem Teddy, mitten in der Höhle. Wir haben genau 2 Stück, wo wir das Ding testen können. Ich würde mal sagen, erstmal eine machen wir hier. Das wird wahrscheinlich in der Höhle. Nee, ist tatsächlich außerhalb gewesen. Ist tatsächlich außerhalb gewesen und außerhalb gespawnt. Also weit, weit oben irgendwo ist jetzt irgendwo ein Teddy, Dinosaurier eingeklatscht oder sowas, würde ich sagen, ne? So, schauen wir mal. Müsste ja irgendwo hier sein, oder? Okay, wo ist das Ding jetzt gespawnt, Alter? Welchen Berg, wo ist das Ding? Ah, da ist der Dinosaurier, der ragt einfach mit dem Arsch hier neben dem Schädel. Okay, das passiert also, wenn ihr in Rave Cave einen Junk Rift benutzt, ne? Wisst ihr Bescheid. Aber was ihr nicht wisst ist, was passiert mit einem Junk Rift, wenn wir den in den Windtunnel schmeißen? Wir versuchen das mal genau auf das Rohr zu schmeißen. Vielleicht spawnt das, obwohl, genau auf das Rohr? Oder so, dass es dazwischen ist. Genau auf das Rohr bringt ja nichts. Das klatscht ja oben drauf. Deswegen versuchen wir einfach unser Bestes und machen das einfach direkt neben das Rohr. Hier, so dahin. Was war das denn für ein... Hä? Das Ding ist gerade mal so zäh...
Junge, da ist es 10 Kilometer über dem Boden gespawnt. Und das Ding ist hier direkt nur auf der Höhe gewesen? Ein bisschen kurz, oder? Ist nicht mal oben bis zum Windkanal gekommen. Wow, das war ein Cockblocker. Aber Leute, wisst ihr, was kein Blocker ist? Auf das Video auf der rechten Seite zu klicken und sich ein bisschen über die Season 4 zu informieren. Da gibt es natürlich noch eine Menge Informationen. Wie der Battle Pass von Season 4 aussehen könnte, was gerade in der Gerüchteküche herumklausiert und ob es überhaupt real ist. Mit einem Like-Button hinterlassen wir natürlich hier ein gutes Gefühl und den Algorithmus auch. Und er wird das Video hier supporten. Abo-Button und Glocke und Gewehrflosse. Flop.